Bist du ein wahnsinniger Freak, todeslustig und geisteskrank? Dann ist hier dein Tatort für ein krankes Verbrechen. Doch Entwarnung, die Leichenteile sind alle nicht echt. Und es ist doch abgefahren, denn man kann diese Beweisstücke sogar essen. Es sind allesamt Kuchen aus Schokolade, Marzipan, Biskuit und Co. Die Idee für dieses abgefahrene Tatort-Event hatte Emma Thomas alias Miss K-Cat, die sich auf PR mit fiesem Gebäck spezialisiert hat. Mit dieser Aktion wird für einen neuen Horrorfilm geworben. Für einen Horrorfilm ist das Ganze natürlich genau die richtige Sache. Wir können richtig blutige, mörderische Kuchen machen. Die Gäste können sich verschiedenste makabere Delikatessen reinziehen, wie zum Beispiel dieser abgetrennte weibliche Kopf. Das ist ein Orangenrührkuchen mit Marzipanhaut und Himbeerblut. Dieses Event pusht wirklich die Grenzen von dem, was man noch tun kann. Mörderischer und blutiger geht's eigentlich kaum. I don't know, you don't get much gorier than a head that squirts blood. Was für ein Blutbad! Wer da noch Hunger oder Durst hat, ist entweder verrückt oder hat einen verdammt starken Magen.